Ja, und da sind zwei übrig. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kisten. Perfekt. Super ausgerechnet. Bin stolz auf mich. Herrlich. Pferdchen, ihr müsst es dann da weg. Oh, ein braunes. So. Unterirdisch weitermachen. Achso, schon wieder den gleichen Fehler. Au. Zu schnell. Gefährlich. So. Hier gehöre ich hin. Machen wir mal hier. Ah, ich habe einen Durst. Und Hunger. Ich habe alles. Ja. Beispiel die Lava. Da ist offen. Okay. Das mit der Tastenkombination kriege ich übrigens nicht hin. Also 1, 2, 3, 4, 9. Könnte ich auch schwenken. Ist aber verdammt kompliziert und das merke ich mir nicht. Der Ball viel länger, deswegen mache ich das mit dem Mausrad. If I had a chicken. So heißt das Lied übrigens. Das ist das einzige, was ich auswendig weiß, außer meine Titelmelodie, das ist Flicker. Nicht Ficker, sondern Flicker. Ja. Die Musik ist übrigens von YouTube direkt runtergeladen. Und da liegt keiner Lizenz oder sonst was. Sonst müsste ich es ja drunter schreiben. Die Lizenzmusik nehme ich nur für die Videos, wo ich auch drunter schreiben kann, welche Musik. Also wenn ich jetzt bei Minecraft immer drunter schreiben müsste, welche Musik da jetzt vorkommt. Na Halleluja. Viel Spaß dann. Die Reihenfolge ist immer die gleiche, also es ist ja nicht random eingestellt, aber es ist trotzdem nicht einfach. Also wenn euch interessiert, welche Musik ich habe, auf dem Hauptchannel mithören, da schreibe ich es immer drunter. Auch wenn es lizenzfrei ist, ohne dass, also wenn ich es nicht dazu schreiben muss, schreibe ich es dazu. Weil ich habe früher, als ich mit YouTube gerade erst angefangen habe, beziehungsweise davor, immer Musikstücke gehört. Und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Und wenn ich in den Kommentaren gefragt habe, habe ich nie eine Antwort bekommen. Niemand hat das drunter geschrieben. Das fand ich echt kacke. Deswegen mache ich das. Also bei den, ja, beim Switch, also bei diesem Channel hier auch. Nicht, aber bei den Vlogs und bei den Hauptchannel-Videos kommt es halt hauptsächlich vor. Eher weniger bei den anderen, also bei Let's Plays. Oh! Ja, ich bin auch schadenfroh. Also ich bin nicht nur bösartig, ich bin rachsüchtig. Schadenfroh. Aber nur bei Leuten, die es verdient haben. Also jetzt, wenn ich mir so Tiervideos anschaue und eine Katze fällt so vom Tisch oder irgendwie so, dann finde ich das irgendwie nicht lustig. Viele lachen da. Ah, ich habe gleich ein Thema. Das ist schon länger her. Falls ich noch jemand erinnern kann, die Ratte, die sich duscht. Ich habe nur gerade vergessen, wie das Viech heißt. Das ist, ja. Vielleicht schreibe ich es in den Titel.
Ich habe echt vergessen, wie das Viech heißt. Irgendwas mit, nicht Nutria. Was? Also, kein Blödsinn anstellen, Cindy. Cindy hat mir meine Creme geklaut und hat sie zerbissen. Und mein Handy-Anhänger. Mein Handy, es läutet. Also der Wecker klingelt, ich habe es am Tisch liegen lassen. Es klingelt auf einmal am Boden. Mit meiner neuen Handyhülle. Ich habe eine neue Handyhülle. Da ist mein Logo drauf. Ich bin selbst verliebt. Da ist mein Logo drauf. Mit meinem Logo-Drachen sogar auf der Rückseite. Da steht auch mein mit der Name Dragon Mary drauf. Das klingt so nah. Dabei ist auf der anderen Straßenseite, wollte ich sagen. Auf der anderen Seite. Er ist auf der dunklen Seite. Zu der duschenden Ratte, die keine Ratte ist, sondern mit den Meerschweinchen verwandt ist. Leute lachen darüber, ich verstehe das nicht. Man sieht doch schon im Video, dass sich das Tier nicht wohlfühlt. Es. Meine Kaninchen fühlen sich auch momentan gerade nicht wohl, weil sie vergesellschaftet werden. Ja. Ich habe jetzt 5. Und das sind seit Sonntag. Also. Ja, in der Nacht von Samstag auf Sonntag haben wir es zusammengesetzt. Und. Der verwirrt. Ah! Bist du deppert? Scheiße! Scheiße! Oh Gott! Ich hoffe, es ist nicht zu viel runtergefallen. Boah. Oh. Wo kam der her? Und wieso ist der sofort explodiert? Der darf nicht sofort explodieren, der Drecksack. Ja. Also ihr dürft jetzt lachen. Das ist zwar auch schadenfroh, aber ja, das ist halt nur ein Spiel. Wie viel ist abgestürzt? Das kriege ich sowieso nie wieder. Wo bin ich? Wo ist denn das überhaupt da? Wo kam der her? Hm. Ui, da ist viel verloren gegangen. Scheiße. Ärgerlich. Meine ganze Ausrüstung. Ach, nee. Da ist noch was von mir. Einfach neue Ausrüstung. Das ist jetzt scheiße. Mein ganzes gesammeltes Zeugs. Ich überlege gerade wieder, ob ich die ausschalten soll, die Monster. Aber dann wäre es ja einfach. Zum Glück habe ich keine Kohle gesammelt. Und die hätte ich wahrscheinlich geweint. Kohle ist doch selten. Habe ich Eisen gesammelt? Es wird wieder Tag. Das heißt, wir können wieder außen bauen. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Das war falsch. Da gehört die. Nein, da ist die Schaufel, da ist die Axt. Keine Ahnung mehr. Was fehlt denn jetzt noch? Naja. Man kann sich nicht alles merken. Ui, die Fackeln sind weg.
Die Stöcke sind weg. Eine Axt, noch eine Axt, eine Schaufel und noch eine Schaufel. Was fehlt denn noch? Oh, die Spitzhacke. Das wichtigste Utensil. So. Hat es super geklappt. Fuck, ich geh dahin, das ist da. So. Thema lustig. Ah ja, der miese Drecksack. Schäfchen, das war sehr gefährlich. So. Oh, ich habe Kohle gefunden. Bum, bum, bum. Ja. Also ich finde Essen. Gut, dass es noch Karotten waren. Voll überrascht. Er hat mich gar nicht gesehen. Oh, endlich Schwarzpulver. So, noch mehr für die Kiste. Toll. Jetzt wird es langsam knapp, gell? Eine mal drei Äpfel mit. Ist zwar schade, aber